Ich heiße dich herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Lass es leuchten Podcast, der deinen Glauben stärken möchte und dein Potenzial entfalten möchte und dir dafür ganz konkrete Tools und Tricks an die Hand geben möchte. Und heute bin ich sehr gespannt und freue mich darauf, das Interview hier mit dir zu teilen. Und zwar bin ich mit Gefühls- und Mindset-Expertin Edith Pauls im Gespräch. Vielleicht kennst du sie schon von einem meiner letzten Lass es leuchten Workshops bzw. Kongresse, denn da war sie auch immer wieder ja, eine gefragte Sprecherin und die hat immer sehr, sehr viel aufgewühlt und ich gemerkt habe, da ist ein Thema, was ganz, ganz viele beschäftigt und zwar ist es das Thema Gefühle, Emotionen, Mindset, wie passen diese ganzen Dinge zusammen? Und in unserem Interview erfährst du und wird Edith nochmal genauer erklären, was eigentlich das vegetative Nervensystem überhaupt ist und inwiefern dieses vegetative Nervensystem vor allen Dingen auch wichtig ist, wenn wir langfristige Veränderungen in unserem Leben bewirken möchten. Sie erzählt, wie sie überhaupt zu diesem Thema gekommen ist, was ihre persönliche Story ist, dass sie heute ihr Licht hell leuchten lässt in dieser besonderen Arbeit. Sie gibt auch Einblicke darin, wie sie ihren Glauben was dieser Glaube halt mit diesem Ganzen auch zu tun hat und wie wir auch selbst den Glauben nutzen können, um unsere Glaubenssätze, um unser Nervensystem zu regulieren, unsere Glaubenssätze zu erneuern. Deswegen erwarte dich sehr, sehr viel besonderes Input. Ich freue mich, wenn du bis zum Ende mit dabei bleibst. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit dem Gespräch. Edith Pauls, ich heiße dich herzlich willkommen im Lass es leuchten Podcast. So schön, dass wir hier zusammengefunden haben und diesen Morgen gemeinsam verbringen können. Hallo und willkommen. Ja, hallo Jennifer. Ich freue mich sehr, 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 ins Gespräch mit dir zu kommen. Schön, dass ich da sein darf. Es ist immer wieder eine Freude. Du bist Mindset- und Gefühle-Coach, ja. Und wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass für viele das nicht klar ist. Aber ich hoffe, dass sie heute nochmal ein ganz klares Gefühl dafür bekommen, was das eigentlich bedeutet. Die Grundlage deiner Arbeit ist dein christlicher Glaube. Und ich finde es immer ganz schön, um vielleicht auch die Person, mit der ich hier spreche oder mit die Leute jetzt hier auch kennenlernen, ein bisschen besser kennenzulernen, nochmal in deine Kindheit zurückzureisen und da nochmal zu hören, ob es da vielleicht irgendwie eine Situation gibt, Edith, die beschreibt, was für ein Gottesbild du auch insbesondere in deiner Kindheit hattest. Wärst du bereit, uns da mit reinzunehmen in eine Situation? Fällt dir eine ein, so spontan? Ja, ich bin überhaupt nicht christlich erzogen. Das heißt, Jesus habe ich kennengelernt durch meine Oma, bei der ich sehr, sehr viel Zeit im Sommer verbracht habe. Und ich habe meine Oma ganz, ganz oft beten gesehen. Das war wirklich sehr besonders für mich. Und sie hat sehr viel über Jesus erzählt. Und was ich da für mich gelernt habe, war, Jesus liebt mich. Also das war mir ganz, 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 ganz tief in meinem Herzen. Jesus liebt mich und Jesus sieht mich. Ich hatte also nicht so viel mit Verboten zu tun. Yeah. Ich wusste einfach nur, Jesus liebt mich. Und der Moment, wo ich entschieden habe, mein Leben mit Jesus zu leben, war ein ganz, ganz besonderer Moment. Auf dem Flachdach der Küche von meiner Oma, an einem heißen Sommertag, wir waren auf diesem Dach am Arbeiten, habe ich zu meiner Tante gesagt, wie macht man das denn? Wie lebt man mit Gott? Was muss man tun? Woher weiß ich, ich gehöre zu ihm und ich darf mit ihm reden? Und dann hat sie gesagt, du betest einfach zu Jesus, dass du in Zukunft zu ihm gehören willst. Und das habe ich getan und ich erinnere mich sehr genau an den Moment. Mir ist wirklich ein ganz, ganz neues Licht aufgegangen. Es war sowieso ein sehr, sehr heller Tag. Es war sehr, sehr heiß. Und auf einmal wurde es noch heller und noch heißer. Und an diesen Moment erinnere ich mich heute noch. Der ist jetzt ja schon fast 40 Jahre her. Und ich erinnere mich immer noch an diesen krassen Augenblick, wo ich wusste, okay, ab jetzt, ich gehöre zur Familie Gottes. Und
Gott kennt alle unsere Namen und er hat alle Menschen lieb. Das war so meine absolute Grundlage. Ja, wow, wie schön, danke. Die Geschichte kannte ich auch noch nicht. Wie alt warst du da, als du zum Glauben gefunden hast? Ich war 8. 8 Jahre? Ich war 8 Jahre alt, aber ich erinnere mich sehr, 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 sehr gut an diesen Moment. Ja, okay. Und du hast ja dann bist ja den Weg eingeschlagen, also um jetzt nochmal so ein bisschen weiter zu gehen, dass du gesagt hast, okay, ich möchte mich mit diesem Thema Gefühle, Emotionen nochmal mehr befassen. Auch Verhaltenstherapie ist Teil deiner Vita. Und es gibt ja so diese Aussage, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, dass so unser größter Schmerz uns oft unsere größte Berufung auch aufzeigen kann. Da möchte ich erstmal also grundsätzlich fragen, ob du dem übereinstimmst, also dass das so ist, ob das stimmt. Und auch als Unterfrage quasi, wie war das bei dir? Also welche Beziehung hattest du persönlich zu diesen Arbeitsthemen, die ja jetzt, also zu den Themen deiner Arbeit, die ja jetzt tagtäglich für dich präsent sind, Gefühle und Emotionen, gerade im Hinblick von auch deiner Prägung, dem, wie du groß geworden bist. Wie war das bei dir? Kannst du uns da mehr mit reinnehmen auch? Ja, also als erstes, ich stimme mit diesem Satz komplett überein. Das ist auch einer, den ich in meiner Arbeit oft benutze. Wenn es darum geht, deinen emotionalen inneren Raum aufzuräumen, dann sind da ja oft schmerzhafte Erfahrungen. Und diese Erfahrungen sind ein Schatz, wenn wir uns ihnen zuwenden. Das bedeutet, dein größter Schmerz wird dir dann zur Berufung oder zeigt dir den Weg in deine Berufung und wird dann zur Stärke für dich, wenn du dich diesem Schmerz zuwendest. Ansonsten passiert genau das Gegenteil. Und bei mir ist es so gewesen, ich halte mich für eine relativ sensible Person, also jetzt nicht hochsensibel, aber relativ sensibel. Bin in einer Familie groß geworden, wo das nicht so eine große Rolle gespielt hat. Das Thema Gefühle war also kein Thema bei uns, sondern es ging wirklich um den Verstand. Es ging darum, wirklich rational sich ein Leben aufzubauen, ein Bild vor Augen zu haben, also so nach Zielen zu streben. Das war schon ziemlich groß und es ging wirklich darum, etwas zu erreichen im Leben. Und das passte nicht so ganz zu mir, denn ich hatte viel eher das Zwischenmenschliche auf dem Herzen und am liebsten wollte ich Prediger werden. Okay. Das war mein absoluter Wunsch, ja, das wäre ich am liebsten geworden. Und von auch schon mit 8 entschlossen, oder? Absolut. Ja. Ich habe damals schon wirklich Gottesdienst gespielt und ich war immer der Prediger. Ja, weil manchmal mit meinen Puppen oder mit meinen Geschwistern und jeder musste mir zuhören, denn ich hatte sehr viel zu sagen. Guck mal, Jesus. Ja, genau. Und wie gesagt, das Thema Gefühle spielte jetzt nicht eine große Rolle bei uns und ich bin sehr verkopft groß geworden und habe dann wahrscheinlich auch aus dem Grund die Verhaltenstherapie so geliebt, weil ich festgestellt habe, dass du schon sehr, sehr viel erreichen kannst mit deinen Bildern, die du hast und mit deiner Zielstrebigkeit, also einfach im Verstand klar und gut unterwegs zu sein. Bis zu einem gewissen Grad, und das merke ich auch bei den Kunden, mit denen ich zusammenarbeite oder den Klienten, bis zu einem gewissen Grad und bis zu einem gewissen Alter. Denn unser innerer Fühlraum, die Gefühle, die lassen sich nicht endlos wegschieben. Und genau das habe ich selbst auch erlebt, dass irgendwann dieser innere Fühlraum ein Eigenleben entwickelt und du beginnst dich als Person, als Mutter, als Partnerin zu erleben, wie du dich nie gekannt hast. Also wirklich, du entdeckst Seiten an dir, wo du denkst, wo kommt das bloß her? Und der Auslöser kann sehr unterschiedlich sein. Es kann die Geburt eines Kindes sein, es kann ein Wohnortwechsel sein, es kann eine Herausforderung in der Partnerschaft sein. Und auf einmal merkst du, dass mich hier was steuert und das bin nicht ich und es sind auch nicht meine Gedanken. Und ich kann auch mit meinen Gedanken nicht dagegen angehen. Und genau das habe ich erlebt. Und habe also einfach gemerkt, es muss ein bisschen mehr geben als die Verhaltenstherapie und den Fokus auf die Glaubenssätze, das zu einem wirklich heilsamen und guten Leben führt. Und da habe ich wirklich aus einer Not heraus, in der ich selbst gesteckt habe, mich auf den Weg gemacht, zu schauen, was gibt es da, was übersehe ich da. Und ich war ja schon sehr, sehr lange Christ. Das heißt, es hat auch mein
meinen Glauben sehr auf eine Waagschale gesetzt, sage ich jetzt mal, wo ich wirklich auch hinterfragt habe, Gott, dein Wort sagt das und das, aber ich erlebe das nicht. Mhm. Also es war schon eine herausfordernde Zeit, die ich da erlebt habe. Ich habe nie an Gott gezweifelt. Also ich habe nicht gedacht, hier stimmt was nicht mit Gott, aber ich habe schon sehr deutlich gespürt, hier stimmt was nicht mit mir. Also mhm. es gibt einen Bereich, der zu beachten ist, den ich nicht sehe. Mhm. Okay. Mhm. Also, um das vielleicht nochmal zusammenzufassen, du bist in einem Elternhaus groß geworden, wo Ratio groß geschrieben wurde, also so diese Klarheit, schon auch zielstrebig zu sein, klare Vorstellung von der Zukunft zu haben. Und du hast dann selbst gemerkt, du konntest dich da in dem nicht ganz wiederfinden und hast auch dann später gemerkt, dass du mit dieser Art, dem Leben gegenüberzutreten, nur zu einem gewissen Punkt kommst. Gab's denn da für dich so einen Schlüsselmoment, wo du gemerkt hast, hey, das Thema Gefühle, das ist entscheidend? Ja, das gab's tatsächlich. Also was ich gemerkt habe, dass ich mit der Ratio sehr erfolgreich sein konnte. Mhm. Ja, also alles, was ich angepackt habe, das ist gelungen und sehr mhm. schnell gelungen, weil wir eben diese Zielstrebigkeit, die ist eine Riesenstärke auch heute mhm. noch von mir. Mhm. Was ich ausgeklammert habe, war eben mein Herz, mhm. meine Gefühle. Und dann gab es eben diesen Moment, diesen einen Moment, wo meine Ratio mir nicht mehr weiterhelfen konnte, wo ich eine ganz, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wo ich eine ganz für mich wichtige Prüfung nicht bestanden habe. Mhm. Und das war das erste Mal in meinem Leben, wo etwas, was ich mir vorgenommen habe, so nicht geklappt hat. Mhm. Und das hat mir so stark den Boden unter den Füßen weggezogen und solche Emotionen in mir hervorgebracht, wo ich dachte, was, das bin ich doch gar nicht, ja, wie traurig kann ich werden, wie ängstlich kann ich werden, wie wütend kann ich sein, also es war unfassbar, das war mir selbst gar nicht bewusst und dann habe ich gedacht, oh, weil da kommt ja jetzt etwas aus dir raus, das gibt es ja in dir, sonst wäre es ja nicht rausgekommen, aber was ist das? Ja, und wie kann ich damit umgehen? Ich habe mich auch geschämt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich auch gedacht habe, hallo, wenn das jetzt irgendeiner meiner Freunde oder weiß ich nicht, wer mitbekommen hätte, dass ich auch so sein kann. Ich habe mich wirklich geschämt. Und dann habe ich einen Brief an Gott geschrieben, einen sehr, sehr langen Brief, wirklich sehr, sehr lang. Ich habe Stunden damit verbracht, mir Gedanken zu machen, was das ist. Mhm. Und habe gesagt, bitte antworte mir. Zeig mir, wo ich hier auf dem Holzweg bin. Ich merke, dass das, was ich aufgebaut habe, ohne Substanz ist, ohne wirkliche Substanz, weil es gerade jetzt, wo es wirklich schwierig ist und wo es drum geht, trägt das nicht. Mhm. Und ich weiß, es bist nicht du, Gott, sondern es ist ein blinder Fleck in meinem Leben. Zeig mir diesen Fleck. Welches Thema, was fehlt? Ja. Und dann ging es wirklich wie so absolut, absolut geführt. Ich wusste ja nicht, wonach ich suchen sollte. Ja. Mhm. Und ich kann mich heute auch leider nicht mehr genau erinnern, wie ich zu diesem Thema wirklich gekommen bin. Ob ich irgendwas gegoogelt habe, keine Ahnung. Jedenfalls bin ich dann auf das Thema Gefühle gestoßen und habe mir Bücher bestellt, habe nach Weiterbildungen gesucht und habe angefangen, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und merkte sehr, sehr schnell, das ist der Schlüssel. Das war der blinde Fleck in dem Fall. Genau, das war dieser Bereich, der fehlte komplett bei mir. Ja. Wow, sehr, sehr bewegend. Also wie dich auch Gott in diesem ganzen Prozess geführt hat. Und du hast ja jetzt schon auch einige Sachen erwähnt, dass du hattest dann eine Prüfung. Du bist dann nicht, also das war ja, diese Prüfung war zur Verhaltenstherapeutin, richtig? Um das nochmal, oder? Ja. Das war zum psychologischen Berater. Okay, verstehe. Die Verhaltenstherapie hatte ich schon. Ach so, die hattest du schon. Ja, aber ich weiß nämlich auch von dir, dass du auch schon in dem Bereich dann lange Zeit unterwegs warst und du hast schon auch deine Klienten beziehungsweise die Leute, die zu dir gekommen sind, mit denen zusammengearbeitet. Ihr habt an positiven Affirmationen gearbeitet, ja. Und da war, glaube ich, auch schon so ein Moment, dass du gemerkt hast, hier passiert Veränderung, aber irgendwie ist hier auch eine,
ja, also wie so eine Blockade, ja? Ja. Was hat denn letztendlich auch denn dazu geführt, dass du deine Arbeit, also weil das ist ja immer noch ein Teil deiner Arbeit, ne? Du bist ja, du nimmst das ja mit, deine Erfahrung, aber dass du jetzt eben heute wirklich diesen Schwerpunkt auch auf diesem Thema Gefühle auch richtest, Gefühle und Emotionen als Mindset Coach. Also da muss ich sagen, ich war ja sehr, sehr rational unterwegs. Das lag mir auch. Ich verstehe das heute rückblickend sehr, sehr gut. Es gab einen Grund, warum ich meine Gefühle weggesperrt habe. Und es gab diesen klaren Weg. Ich war so wie so ein bisschen abgebrüht auch unterwegs, wenn du nur in deiner Ratio bist. Und muss ganz ehrlich, das tut mir wirklich leid, gestehen, ich habe bei meinen Kunden gemerkt, dass eben Glaubenssätze führen nur bis zu einer bestimmten Richtung, ne? Und sie kommen wieder und haben scheinbar das gleiche Problem in einer anderen Farbe. Ja, jetzt ist zum Beispiel eine andere Person beteiligt, aber wenn du nach der Wurzel guckst, scheint es dasselbe zu sein. Und das hat mich auch schon sehr, sehr fragend gemacht. Ja. Ich bin damals nicht dahinter gekommen, dass ich gesagt habe, hier fehlt was, sondern tatsächlich meine eigene Erfahrung war der letzte Auslöser. Ich habe schon gedacht, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Weil die Leute meinen es ja wirklich ernst und die machen es aufrichtig und die bemühen sich auch wirklich und üben und trainieren. Und das hat mir auch leid getan, aber wir kamen halt an bestimmten Stellen nicht weiter. Und erst mein eigener Zusammenbruch, wo ich gedacht habe, hey, dich kennst du gut. Du weißt, wie du vorgehst, ne? Und du weißt, dass du dir hier nichts vorgemacht hast. Ja. Und das war letztendlich der Auslöser zu sagen, hey, da gibt es wirklich einen blinden Fleck. Ja. Also auch wieder die eigene Krise, die dir da wieder deine Berufung auch nochmal anders offenbart hat. Ich finde es schön, dass du dich dem gestellt hast, Edith, ja, weil das zeigt ja auch den Erfolg deiner Arbeit, dass du da wirklich heute so vielen Leuten helfen kannst, weil du dann eben nicht wieder vielleicht ein altes System, dass man dann einfach wieder sagt, ach, ich drück das weg, ich gehe weiter mit meiner Ratio, ich muss einfach nochmal bessere Ziele formulieren und weiter geht's, sondern dass du das umarmt hast, ja, das ist ja, denke ich, so wertvoll. Schön. Lass uns doch noch mal ein bisschen in die Tiefe gehen, auch im Hinblick auf dem, was du eigentlich machst. Also du hast jetzt schon einige Wörter erwähnt, mit denen viele, glaube ich, jetzt noch nicht so viel anfangen können. So dieses Thema innerer Raum und sich das eben auch anschauen, umarmen, ja, die Gefühle. Da kann ich mir vorstellen, dass jetzt viele Fragezeichen aufkommen. Und bevor wir da jetzt irgendwie in die Tiefe schon einsteigen, möchte ich gerne noch mal so eine Basis irgendwie legen für ein Verständnis. Also mir hat das zumindest geholfen, da tiefer einzutauchen. Und zwar ist es dieses Verständnis über das vegetative Nervensystem. Ja, das spielt ja auch in deiner Arbeit eine ganz entscheidende Rolle. Viele kennen das wahrscheinlich. Also Nervensystem hat man mal gehört, vielleicht aber vegetativ. Und wie hängt das überhaupt jetzt mit dem Thema Mindset zusammen? Kannst du da vielleicht kurz erklären, was es mit dem vegetativen Nervensystem auf sich hat? Ja, vielleicht erstmal so als Basis. Das vegetative Nervensystem, man kann auch sagen, das autonome Nervensystem ist, wie das Wort schon sagt, ein System, was autonom, komplett autonom, das heißt automatisch funktioniert. Und es regelt alle Abläufe in uns Menschen, die unbewusst ablaufen. Ja, zum Beispiel die Verdauung, die Atmung, den Herzschlag, aber eben auch alles, was unbewusst an Strategien gespeichert ist, wird autonom geregelt. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass das autonom funktioniert, weil wir sonst wahrscheinlich in manchen Situationen sterben würden, bevor wir entscheiden könnten, was wir tun würden. Also ja, ohne dem eigenen Hinzutun einfach jetzt nochmal. Ja, genau. Ohne dass ich sagen muss, hier Magen, verdau jetzt das, was ich gegessen habe, oder Lunge, beginne zu atmen, Herz, beginne zu schlagen. Es funktioniert automatisch, da muss ich gar nichts tun. Und das bezieht sich eben auch auf unsere Emotionen und Gedankenabläufe, die auf eine bestimmte Art und Weise in uns festgelegt sind. Aufgrund dessen, was wir gelernt und geglaubt haben. Ja, und dieses autonome Nervensystem hat als allererste Aufgabe und wichtigste Aufgabe die Aufgabe, dein Überleben zu sichern. Und das tut es auf unterschiedliche Art und Weise.
Und warum das jetzt wichtig ist, wenn es ums Mindset geht, ist eben, dein autonomes Nervensystem speichert, wie du lebst. Ja, wie du denkst, wie du fühlst, wie du agierst, was du tust, wenn bestimmte Trigger gesetzt werden. Und diese Abläufe werden gesammelt und aus dem, wie du quasi deinen Alltag, dein Leben bestreitest, macht dein vegetatives Nervensystem deine Grundtemperatur, dein Normal. Und auf dieser Basis sichert es dein Überleben. Und dieses Wissen, das, was ich jetzt gerade erklärt habe, ist extrem wichtig, wenn es um Veränderung geht. Denn wenn du bisher immer nach dem Motto gelebt hast, oder du hast es noch nicht mal selbst entschieden, aber dein Leben ist bestimmt von Stress, von Sorge und Niederlage. Und du bist jetzt diesem Stress, die Sorge und Niederlage so leid, dass du sagst, boah, ich buche mir jetzt ein Coaching, ich hole mir einen Seelsorger oder was auch immer. Ich möchte jedenfalls in ein ruhigeres Leben. Ja, vielleicht siehst du das bei deiner Freundin, hast das in der Gemeinde gehört, keine Ahnung. Und du machst dich auf den Weg. Und du beginnst, neue Überzeugungen zu hören, wahrzunehmen und umzusetzen. Dein vegetatives Nervensystem ist ein Detektiv, was ständig im Außen nach Dingen sucht, die dir gefährlich werden können. Und in dem Fall kann dir auch ein positiver Satz gefährlich werden. Warum? Weil er neu ist für dein Nervensystem. Und dann beginnt das Nervensystem gegen diesen neuen Satz anzukämpfen. Das Nervensystem wird dafür sorgen, dass dieser Satz keine Wurzel in deinem Leben findet. Kannst du ein Beispiel nennen für diesen Satz? Angenommen, du hast bisher gelebt, ich bin das arme Würstchen, mir geschieht nichts Gutes. Oder ständig erlebt, hey, wenn Kinder krank werden, dann meine als erstes, ja. Wenn es irgendwas gibt, was kaputt geht, dann bei uns als erstes. Oder wenn es eine Gehaltskürzung gibt, bei uns als erstes. Also ich bin immer diejenige, die benachteiligt wird. Und das trage ich als Überzeugung in mir und das lebe ich auch. Und jetzt bin ich es leid, weil ich gehört habe von meiner Freundin oder so, du kannst was Neues glauben und du kannst etwas Neues in dein Leben ziehen, ja? Und dann beginne ich zu glauben, ich bin geliebt, ich bin gesehen und ich bin zu allem fähig, wozu mich Gott fähig macht, ja? Bedeutet ja, es gibt da jetzt ab heute keine Grenzen mehr. Und ich liebe diesen Satz und ich liebe auch die Vorstellung davon, wie sich das in meinem Leben manifestieren könnte und beginne wirklich gedanklich von der Ratio her, mich auf diesen Satz einzustimmen. Sogar, dass ich sage, ja, ich gehe ins Gefühl, ich fühle mich da rein, wie sieht das aus, mit diesem neuen Satz zu leben. Fühlt sich am Anfang richtig cool an und in der ersten Woche deines Coachings bist du die Erste, die sich meldet und sagt, bei mir hat schon was Wunderbares funktioniert, ich sehe schon positive Ergebnisse. Bist du die Erste. Bis dann, nach einer Weile, ein paar Tage, manchmal können es auch Wochen sein, irgendetwas passiert, ja, ein Auslöser von außen, es kommt, dein Kind bringt einen Schnupfen mit vom Kindergarten. Und dieser eine Schnupfen kann der Auslöser dafür sein, dass alle deine Affirmationen einbrechen und nichts bringen. Weil dein Nervensystem die ganze Zeit schon auf der Suche war nach einem Auslöser, der dir hilft, wieder in Stress zu kommen, weil das ist ja deine normale Temperatur. Ja. Und wenn es keinen Auslöser gibt, dein Kind wird nicht krank, kein Gehalt wird gekürzt, dann suchst du dir einen. Ganz unbewusst beginnst du einen Streit mit deiner Nachbarin oder machst irgendetwas ganz Doofes, ja, wo du nachher denkst, total irrational. Ist auch irrational, weil es vom Mandelkern ausgelöst wird, aber du tust etwas vom Nervensystem gesteuertes, was dich wieder in den Stress und in die Sorge bringt, die du kennst. Dein Nervensystem wird immer, immer, immer bestrebt sein, dich in dem Leben zu halten, was du gewöhnt bist. Und deswegen ist es auch so unfassbar wichtig, wenn wir Krisenzeiten erleben, dass wir sie kurz halten. Also es hört sich jetzt so an, als wenn du einen großen Einfluss hättest auf eine Krisenzeit, hast du. Du kannst dir schnell Hilfe holen. Ja, oft ist es so, dass wir uns vielleicht schämen oder denken, wir kriegen es schon hin. Je länger wir in einer Krise bleiben, desto wahrscheinlicher, dass das Nervensystem das als das neue Normal übernimmt. Das ist jetzt vielleicht eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, dasselbe gilt für das Gute. Du musst es eben nur wissen, wie regulierst du ein Nervensystem aus einem Stresslevel, Stressleben in ein ruhiges Leben. Und dazu reicht es eben nicht,
nur den Fokus auf die Gedanken zu setzen. Mhm. Ja, weil die Steuerung des Nervensystems, die autonome, ist viel, viel stärker als jeder Gedanke und auch schneller. Ja. Deswegen wirst du immer erstmal diese doofe Entscheidung treffen, diesen doofen Ausspruch machen und dann denken, ich habe den Verstand verloren. Ja? Mhm. Der Grund ist, es geht am Verstand vorbei. Der Verstand ist in dem Moment gar nicht beteiligt. Ja. Ja. Danke, dass du das nochmal erklärt hast, wie diese Dinge auch zusammenhängen. Also Nervensystem, Gefühle, dass da eine Verbindung entsteht und dass das Nervensystem uns eigentlich immer wieder zu diesem Normalzustand, also zu dem automatisierten Abläufen auch immer wieder zurückbringen will, wenn wir nicht aktiv da jetzt, sage ich mal, auch gegensteuern. Ja, und eben nicht einfach so, okay, einfach nur Kraft und jetzt, Chaka, wir schaffen das schon, sondern da eben auch nochmal tiefer sich eben diese Glaubenssätze oder auch die Emotionen nochmal anzuschauen. Ja. Welche Bedeutung spielt jetzt für dich, gerade auch in diesem Prozess, dein Glaube in dem? Also wie würdest du sagen, jetzt auch vielleicht im Vergleich zu anderen Mindset-Coaches, Gefühle-Coaches, gibt es da nochmal einen anderen, einen zusätzlichen Ansatz, den du auch verfolgst als Christin? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich arbeite ja sowohl mit Christen als auch mit Nicht-Christen und merke da sehr, sehr wohl immer wieder, dass es für einen Menschen, der sagt, ich habe mit Gott nichts am Hut, irgendwann zu Ende ist. Ja, also wir haben als Menschen, die mit Gott unterwegs sind, einfach nochmal eine Ebene mehr. Und zwar eine so große Ebene, die einfach gigantisch ist, ja, da ist einfach gar nichts unmöglich. Und dieses, es ist nichts unmöglich, wenn du Gott mit ins Boot nimmst, das nehme ich einfach auch immer mit in die Arbeit. Das bedeutet, auf der einen Seite, wenn ich negative Glaubenssätze in mir finde, dann geht es nicht nur darum, sie durch positive zu ersetzen, wie ich das mit jemand machen würde, der sagt, mit Glauben bleib mir weg, sondern es geht als erstes darum zu sagen, ich übernehme Verantwortung für die Lügen. Negative Glaubenssätze sind für mich Lügen, die ich geglaubt habe. Das heißt, da gibt es einen Bußprozess. Ich gehe hin und sage, Herr, ich habe etwas geglaubt über das Leben, über dich und über mich, was nicht stimmt. Ja. Das tut mir leid. Und dann bin ich überzeugt davon, dass eben die Vergebung und diese heilende Kraft von Gott Wiederherstellung bewirkt. Und so gehe ich auch an die Sachen ran. Ja. Eben wenn wir unsere Fehler bekennen, wenn wir unser Fehlverhalten bekennen und aufdecken, dann ist er treu und gerecht, dass er vergibt und reinigt. Und das Reinigen ist für mich das Wichtige. Ja? Er vergibt dir, dass du das geglaubt hast und er reinigt dich von dem, was das in dir ausgelöst hat. Und das beziehen wir auch, wenn es ums vegetative Nervensystem geht und um die Gefühle, immer mit ein. Das heißt, vor jeder Übung, die uns hilft, die Regulation anzutreiben, geht es immer darum, dass wir sagen, Gott, du hast hier die Autorität und du hast viel mehr noch im Blick, als wir mit unserer Kurzsichtigkeit sehen können, ja? Ja. Du hast auch viel mehr im Blick, dass wir geheilt werden. Und das sprechen wir einfach auch aus und erlauben Gott dann, wirklich auch die blinden Flecke in uns aufzudecken und da Heilung zu bewirken. Ja. Und wir erleben ganz, ganz wunderbare Dinge, wirklich, wo Gott sich dann auch zu diesem stellt, also sagt, du hast geglaubt und ich belohne diesen Glauben. Ich zeige jetzt, dass ich wirklich durchschlagend wiederherstellen kann. Und das ist ein Unterschied, ob wir einfach nur beten und erwarten, heile mich von dieser Krankheit, oder ob wir wirklich schauen, welchen Beitrag habe ich vielleicht zu dieser Krankheit im Denken, Fühlen und Handeln. Und dass wir dafür Verantwortung übernehmen. So stark. Verantwortung übernehmen, das ist ja auch mein Thema, auch gerade in der Membership, die ich vor kurzem ins Leben gerufen habe. Und ich freue mich so sehr, Edith, dass ich dich gewinnen konnte jetzt im März zum Thema Mindset einen Workshop zu geben. Das heißt, am 6. Februar wird es einen Live-Workshop mit dir geben, wo man dich nochmal live erleben kann und wo man vor allen Dingen auch anschließend nochmal auch Fragen stellen kann. Ja, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt viele vielleicht denken oder spüren, hey, hier ist total viel Wahres dran und vielleicht eben auch in so einer Situation sind, wo sie merken, ich komme
in der Veränderung mit meiner Ratio nur bis hierhin und nicht weiter. Und die spüren da, dass sie auch mit dir resonieren und sagen, yo, ich will da mehr erfahren. Kannst du nochmal vielleicht kurz erwähnen, was die Leute erwartet, die jetzt sagen, okay, ich möchte gerne mehr von Edith erfahren, ich würde gerne bei der Membership dabei sein, um auch insbesondere den Workshop mitzuerleben. Was kann man da grob bei dem Workshop auch nochmal für sich in der Tiefe mitnehmen? Ja, super gerne. Also Jennifer, im Februar treffen wir uns, ne? Am 6. Im Februar, genau. Du hattest März gesagt. Oh, Entschuldigung, ich meinte Februar, genau. Es sind jetzt schon sehr bald, sehen wir uns. Ja, danke für die Klarstellung. Und ich freue mich drauf. Und alle, die da dabei sind, die dürfen sich auch freuen, eben auf diese Erweiterung. Mindset ist das eine und auch das Wichtige, aber es geht noch tiefer. Wir schauen, was das Mindset eben mit unserem Nervensystem zu tun hat, was das Mindset mit unseren Gefühlen zu tun hat. Und wie uns diese Kombination auch helfen kann, tiefer in die Beziehung mit Gott zu gehen. Mhm. Weil blockierte, nicht gelöste Emotionen in uns blockieren auch die Stimme Gottes. Das ist einfach so, weil auf der rationalen Ebene begegnen wir ihm nicht. Mhm. Und wenn wir Klarheit finden in unseren Emotionen, wenn wir das Nervensystem verstehen und in die Regulation gehen, wirst du wirklich erleben können, das ist natürlich ein Prozess, ne, das brauche ich dir nicht zu sagen, aber dann wirst du erleben können, wie eine unfassbare Freiheit immer mehr in dich hineinkommt. Du weißt, dass das Mindset wichtig ist und das Mindset, ein gutes Mindset, wird auch das Ergebnis von geklärten Gefühlen und Emotionen sein. Und was wir dann erwarten dürfen, ist ganz, ganz viel Freude und einfach auch Klarheit für die Richtung unseres Lebens. Und das ist ja das, was wir uns so wünschen, dass wir denken, ich würde so gerne in meine Berufung kommen. Ich will so gerne nicht die Zeit hier verschwenden, ja, sondern ich will in das hinein, was Gott für mich hat. Viel, viel, viel Klarheit und viel Freude kommt durch die Klärung unserer nicht gefühlten Gefühle, weil sie einfach einen extremen Beitrag dazu leisten und auch bei jeder Entscheidung mit beteiligt sind. Sie sind aber alt und negativ. Und trotzdem sprechen sie mit. Ja. Es will keiner von uns, aber es ist uns nicht bewusst. Ja, die inneren Blockaden kann man sprengen. Und ja, ich freue mich auch, dass du dich auch bereit erklärt hast, nochmal auch eine Übung auch in dem Workshop zu teilen, wo wir wirklich auch als Community, ja, mittlerweile sind ja schon über 150 Frauen mit dabei, dass wir einfach das auch gemeinsam erleben können und uns auch gegenseitig in diesem Prozess unterstützen können, weil ich glaube eben auch, dass es wichtig ist, dass wir uns in dem auch nicht alleine wissen und irgendwie denken, okay, sondern eben wirklich auch gemeinsam da ja, vorangehen. Deswegen toll, dass du mit dabei bist in der Experten-Session. Sehr, sehr cool. Und ich möchte jetzt gerne nochmal auch als letzte Frage hier, das hat sich schon so eingebürgert, fragen, ob du bereit wärst, auch nochmal für die Zuhörer hier zu beten. Auch gerade vielleicht für das Thema Mindset, Gefühle, Emotionen. Mhm. Ja, super gerne. Mach ich. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du die Menschen liebst. Ich danke dir, dass du mit Augen der Liebe über die Welt läufst und dass du Menschen suchst, denen du dich als gnädiger Gott erweisen kannst. Und ich liebe dieses Bild und ich bitte dich von Herzen her, dass du den Frauen, die das hier hören, dass du ihnen als dieser Vater und Gott begegnest. Ich bete, dass du durch deinen Geist durchschlagend Wiederherstellung und Heilung in den Personen bewirkst, die diesen Podcast hören, die in die Community kommen. Ich bete, Vater, dass wirklich Durchbruch geschieht und richtig viel Freude, Leben, pure Energie aus dem Himmel in ihr Leben kommt. Ich bete um Klarheit, um Position. Ich bete darum, dass sie Verantwortung übernehmen. Ich bete, dass sie erleben, du bist treu und du bist gerecht und das, was du sagst, das hältst du ein. Und du überschüttest die Menschen mit deiner Gunst und deiner Liebe. Und ich bete, dass das wirklich ankommt und wir aus diesem Wissen heraus unser Leben gestalten. Wir sind von dir geliebt, wir sind von dir befähigt und wir sind freigesetzt zu einem göttlichen Leben
Wir sind berufen, hier Reich Gottes zu bauen. Und das wollen wir von ganzem Herzen gerne tun. Amen. Amen. Edith, ganz herzlichen Dank für ja, dieses berührende Gebet, für deine Gedanken, dass du hier mit dabei warst. Ich wünsche dir jetzt Gottes Segen für deinen weiteren Weg. Alles Liebe. Vielen Dank. Vielen Dank, Jennifer. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen auch. Das war Edith Pauls im Gespräch hier im Lass es leuchten Podcast. Ich hoffe, dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest und dass du jetzt auch richtig Lust hast, dich auch nochmal vielleicht in deinem Privaten mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Vielleicht auch, wie glaube ich denn eigentlich über mich? Was habe ich für Glaubenssätze? Wo darf ich vielleicht auch ein Stück weit Buße tun, das vor Gott bringen, das verändern lassen? Und wenn du Lust hast, da nochmal tiefer einzusteigen, dann lade ich dich ein, sei bei der Lass es leuchten Membership mit dabei. Wie schon erwähnt, geht es jetzt im Februar, also wenn du die Folge gleich am ersten Tag hörst. Heute ist der 1. Februar und ich habe in diesem Monat in der Membership das Thema Mindset. Und Edith Pauls wird als Expertin mit dabei sein. Sie wird einen Workshop zu diesen Themen geben. Am 6. Februar ist es soweit. Dienstag um 20.30 Uhr kannst du gerne im Zuge der Membership mit dabei sein, deine Fragen stellen und dich vor allem auch mit einer sehr liebevollen christlichen Community austauschen, um da gemeinsam noch mehr im Glauben, aber auch persönlich zu wachsen. Wenn dir jetzt dieser Podcast gefallen hat und du merkst, das ist eine Bereicherung für dich, würde ich mich sehr freuen, wenn du den jetzt bei Apple zum Beispiel hörst, wenn du eine Rezension hinterlässt. Da sind jetzt vielleicht noch einige Rezensionen von meinem alten Podcast, wer früher hier war, die Glaubensmusik-Plattform. Und ich würde mich so freuen, wenn jetzt mit diesem neuen Format auch Menschen das auf dem Herzen haben, hier eine Rückmeldung zu hinterlassen, um auch eben dabei zu helfen, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen erreicht, dass viel mehr Menschen auch aufstehen, um ihr Licht leuchten zu lassen. Und das wünsche ich auch dir jetzt. Lass es leuchten und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal in 2 Wochen. Und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Alles Liebe. Bis dann. Tschüss.